meine lieben Freunde von Racing 69. Ist wieder mal Videozeit. Wir machen heute was anderes als sonst. Wir fahren kein iRacing, wir fahren mal wieder seit langem Race Room. Und ich freue mich schon richtig drauf, denn letztes Wochenende DTM 24 ist gestartet auf Oschersleben. Und ja, da habe ich mir doch gedacht, lass doch mal in Race Room rein grinden und dasselbe machen. Wir fahren heute in Race Room. Fahren wir mit dem Autopack von der DTM 23, das sich ja im Großen und Ganzen nicht so viel verändert hat. Die DTM 24 haben aber ein etwas kleineres Format, weil so lange möchte ich das hier ja natürlich nicht machen. Hab mir gedacht, lass mal gucken, ob das bei euch ankommt, wenn wir hier so eine verkürzte Version fahren. Und was machen wir? Wir fahren hier ein Qualifying von 10 Minuten, also das braucht es dann schon. Ja, dann erstes Rennen 25 Minuten, zweites Rennen auch 25 Minuten. Auch davor gibt es nochmal eine kurze Qualifikation, also wie in der DTM. Wir haben den fliegenden Start. Was wir allerdings nicht haben, ist ein Boxenstopp. Ne? So, dann würde ich sagen, wir jumpen gleich rein in das supergeile Game und wir haben Entschuldigung, er hat Game gesagt, in die Simulation. Und dann schauen wir mal, was wir so reisen können hier. Und ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Und let's go! Ja, dann haben wir jetzt mal hier 20 Liter reingetankt in die Karre. Großartig Setup. Also ich sag's euch ganz ehrlich, wie es ist. Bei Race Room kenne ich mich mit der Setup-Erstellung nicht so wirklich aus. Ist eigentlich auch relativ unerheblich. Wir wollen ja einfach nur Spaß haben. Und sind jetzt bereit. Ich fahre natürlich hier den Grello Porsche. Was anderes gibt es ja nicht für mich. Ja, und würde sagen, gehen wir in das 10-minütige Qualifying rein und gucken, wie wir uns platzieren können. Die KI habe ich jetzt mal auf 98% gestellt. Ich hoffe, das passt so. Und let's go! Könnt ihr alles gut sehen? Jawohl, könnt ihr. Gehen sie auch schon alle raus, die Spezialisten. Die Track-Limits hier in Oschersleben sind allerdings in Race Room abenteuerlich, das kann ich euch gleich sagen. Also aber die sind ja allgemein in Race Room seit dem letzten Update ziemlich fragwürdig. Geht's schon los. So, erste schnelle Runde. Mal sehen, wo wir uns platzieren können. Thank you.
Oh, ich glaube, die werden mich ja alle hoffnungslos abledern, oder? Jawohl. Okay, Benny, we need to watch these track limits. Damit ist die Runde schon ungültig. Spitzt. Der Mantai Porsche war ja auch jetzt im Auftakt von Oschers Leben auch nicht so besonders gut. Ach komm, ey! Vor allen Dingen nächste Runde auch ungültig. Was sollen die Scheiße, ehrlich? Kann ich überhaupt noch eine Runde fahren dann? Thank you.
Boah, jetzt gehen wir richtig auf den Sack hinter mir, ja? Ich bin ja viel, viel zu langsam. Ach komm, ey. Tja. Sind wir letzter. Hoffen wir mal, dass wir im Rennen was gut machen können, weil ansonsten... sieht das scheiße aus. Oh, du lieber Gott. Oh, ich bin aber so viel langsamer. Ich glaube, haben wir die KI doch ein bisschen zu stark eingestellt. Hm. Ja, komm. So, Fahrzeug-Setup. Was machen wir denn jetzt? Jetzt brauchen wir ja mehr Sprit. Jetzt haben wir 20 Minuten, ne? Dann haben wir Rennen. Wir brauchen 2,2 Liter pro Runde. Wir fahren 1,30. Da schaffen wir so um die 18 Runden. Ja. Allgemein. Ach, da steht's doch. Hey, 24 Stunden fahren wir nicht. 20 Stunden. 18 Runden stelle ich mal ein. Da kommt es jetzt auch nicht drauf an. Können wir ja nichts machen. Heck. Bisschen mehr Flügel vielleicht, dass sie schneller sind hinten. Ne? Die Kurven zumindest was gut machen können. Komm, machen wir mal. Damit kriegen wir sie jetzt alle. Ja gut, mehr kann ich nicht machen, ne? Müssen wir jetzt akzeptieren, wie es ist. Also, gehen wir halt ins Rennen. Achso. Fahren. Okay, Benny, be ready. Liegender Start. Als letzter. Merkt man, dass ich lange kein Race Room gefahren bin. Mit 98er KI hätte ich mir besser vorgestellt. Oh, lieber Gott, was machen die denn hier? Clear left.
was ist hier los? Ganz schön viele Unfälle am Start hier. Was bremst du denn hier? Spinnst du? Jetzt weiß ich wieder, warum ich kein Race rumgefahren bin mehr. Sechzehnter. Naja, immerhin. Ja Leute, wenn ihr euch hier alle rauskegelt. Wo sind da jetzt schon wieder Yellow und warum? Was ist hier los? Elfter! So kann es weitergehen. Also Leute, ist ja der Wahnsinn, was hier los ist.
Oh, der kommt aber angeflogen. Naja, kannst mich mal.
Sector 2. Was ist denn hier wieder los? Incident clear, green flag. Okay, Benny, the next car is back to block. Eighth place. Oh! Okay. Just cut the track. Kann auch schon mal vorkommen. Irgendwie schmeißen die sich alle hinter mir weg. Nein, nein, nein! Scheißdreck! Da natürlich dreckige Reifen und alles. Wisst ihr was? Wir haben auch den Sprit falsch eingestellt.
20 Minuten, habe ich gesagt, wir haben aber 25. Reifen sind langsam auch ganz schön fritte. Also eure Tracklimits sind doch ein Witz.
Oh je. Oi, oi, oi. Hat aber mit dem Sprit gerade noch so gereicht, hey. Denn ich komme ja nur noch 0,3 Runden bald. Also ich sag's euch ganz ehrlich, nicht? Die haben sich ja da alle abgeschossen wie die Weltmeister. Ja, das war das erste Rennen von zwei.
Das ging doch mal recht gut aus. Vom letzten Platz gestartet und dann auf den 8. gekommen. Macht immerhin 4 Punkte. Ne? Ja. Aachen. Ja, das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Thank you.
zwar knapp am Tracklimit vorbei. Also unser Qualifying Speed ist einfach scheiße. Gut. So, gut. Also, 16. Platz. Damit können wir leben. Gehen wir ins Rennen. Gucken wir mal, was ist das? Ja, Hammer. Zurück. Schauen wir mal, wo wir jetzt landen und ob wir ein paar Punkte gut machen können noch. Wenn sie sich jetzt wieder so wegschießen wie beim ersten Rennen. Jawohl.
Boah. Alter. Ist immer noch neben mir. Oh, Scheiße. Jetzt muss ich ja von diesen, sorry. Oh je. Mein lieber Schwan. Has gone off in
So, sechster Platz, gar nicht mehr ganz schlecht. Jetzt ist ja nur mal ein bisschen auf die Reifen aufpassen. Was ist denn jetzt hier? Ja, das Busch, Busch.
Let's go! Platz 2. Oh, ich push zu sehr. Wie kann der denn so großen Schritten an mich rankommen?
Der hinter mir aber auch gestruggelt. Der Audi ist einfach verdammt schnell.
Boah, das war jetzt mal krass. Platz 2, yes. Das war doch nice, oder? Das war doch ein spannendes Rennen bis zum Schluss, mein lieber Scholli. Ach, ich bin jetzt nur Platz 4? Hä? Achso, insgesamt, oder was? Final-Results, ja, genau. Final bin ich auf Meisterschaftsstand Platz 4. Schade, dass man das nicht so weiterfahren kann. Rennen 2 war der Platz 2. Achso, Moment, jetzt lädt es ja gerade nicht. Sorry. So, also mit dem Rennen haben wir jetzt Platz 2. Beim ersten waren wir Platz 8. 4 Punkte im ersten Rennen. 18 im zweiten, macht Final Result. Vierter Platz, 22, können wir mitleben. Ja, tja, das finde ich doch gut. So, dann würde ich mal sagen, lassen wir es auch mal für heute. Wenn euch das gefallen hat, Däumchen hoch. Ecken. Ach Gott. Oh Gott, meine Frau. Hat sie mich wieder zu Tode erschreckt. Kommen sie wieder von hinten angeschlichen, wa? Also, Däumchen, Liken, alles drin. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Also, see you soon und bis zum nächsten Mal.